Ja, herzlichen Dank und Grüße aus München. Ich bin diejenige von uns beiden, die heute beginnt mit dem Vortrag. Und unser Thema ist, sind Online-Fortbildungen des Goethe-Instituts. Dafür haben wir einige ausgesucht, die wir Ihnen vorstellen möchten. Sie alle haben wahrscheinlich schon einmal eine Online-Fortbildung gemacht oder jemanden dabei beobachtet, wie er sie macht und kennen ungefähr das Format. Ich möchte dennoch noch mal kurz darauf eingehen. In einer Online-Fortbildung arbeiten Sie mit einer Lerngruppe von Teilnehmern aus der ganzen Welt zusammen. Sie arbeiten in einem Kursraum gemeinsam und sind damit im Kontakt mit Menschen, die ein gemeinsames Fortbildungsthema haben und einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund. Sie arbeiten gemeinsam an Aufgabenstellungen und das führt oft zu einem sehr interessanten Austausch. Und da dieser Austausch asynchron erfolgt, Sie müssen also nicht gleichzeitig online sein, außer Sie verabreden sich zu einem Chat oder zu einer Adobe-Sitzung. Das kommt auch schon mal vor. Sie sind aber im Prinzip zeitlich immer flexibel und können in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Anzahl von Aufgaben bearbeiten, wann eben wollen. Das heißt, Sie können das sehr gut berufsbegleitend absolvieren. Das haben Sie sicher auch schon gehört von Leuten, die das so gemacht haben. Die Betreuung ist ebenso persönlich und eigentlich im Grunde ähnlich wie beim Präsenzunterricht. Sie haben einen Tutor, einen Lehrer, der Sie durch das gesamte Kursgeschehen führt und der aber auch noch bilateral persönlich für Sie zur Verfügung steht und Rückmeldung auch zu arbeiten gibt. Das noch mal kurz zum Format der Online-Fortbildungen bezieht sich auf alle Fortbildungen, die wir jetzt vorstellen möchten. Wir möchten einen genaueren Blick werfen auf vier unserer Fortbildungskurse, unserer Online-Fortbildungskurse. Das sind einmal zwei Fortbildungskurse zum Unterrichten mit digitalen Medien, die meine Kollegin Irina Weiber gleich vorstellen wird. Und der Kurs Online Tutorieren, wo es eben um Methoden und Kommunikation beim Online Tutorieren geht, den sie auch gleich vorstellen wird. Und ich werde anfangen mit dem Kurs Deutsch als Zweitsprache in der Sekundarstufe, in dem es um etwas ganz anderes geht, nämlich um das Unterrichten von Jugendlichen im schulischen Kontext, die Deutsch als Zweitsprache sprechen und die eben im Fachunterricht sind und hier gefördert werden sollen. Ich beginne also mit diesem Kurs. Es ist ein Kurs, der sich an Lehrkräfte richtet, die mit Schülern arbeiten im schulischen Fachunterricht, die zwischen 12 und 18 Jahre alt sind und die ein relativ heterogenes Sprachniveau haben. Das heißt, aus ganz unterschiedlichen Kontexten Deutsch können und auch auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Außerdem gibt es ja in verschiedenen Fächern auch verschiedene und sprachliche Anforderungen. Und hier gehen wir dann davon aus, dass Sie auch eventuell im Fachunterricht tätig sind und hier auch ein Bedürfnis haben zu den Spezifika in Ihrem Fach, die sprachlichen Spezifika sich dazu informieren, wie sie ihre Schüler fördern können. Das ist eigentlich so die Zielgruppe für diese Fortbildung. Der Kurs heißt Satz in der Sekundarstufe und ist ein Teil der Fortbildungsreihe Deutsch Lehren und Lernen des Goethe-Instituts. Die neu erschienen ist ja im Jahr 2014 und es handelt sich hier um die Einheit DLL 16 mit dem Titel Sprachbildung in allen Fächern. Bestimmt haben Sie auch teilweise schon von der DLL-Fortbildungsreihe gehört oder damit zu tun gehabt. Vielleicht eben auch noch nicht. Also der Kurs findet auf der Lernplattform des Goethe-Instituts statt und alle Materialien dieser DLL-Reihe finden sich dann auch auf der Lernplattform.
Der fortbildungsdidaktische Ansatz, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, ist speziell bei DLL. Das ist der Ansatz der Aktionsforschung. Und das bedeutet genau, dass fachdidaktisches Wissen vermittelt wird, aber gleichzeitig eben auch die Reflexion eigener Erfahrungen und die Erforschung des eigenen Unterrichts angeregt werden soll. Also das didaktische Wissen, der Input soll bezogen werden auch auf die eigenen Erfahrungen und auch Reflexionen dann auslösen. Es dienen dazu verschiedene Unterrichtsdokumentationen, das sind Mitschnitte, ganz authentische Mitschnitte aus dem schulischen Fachunterricht. Und diese Unterrichtsdokumentationen sind im Kursmaterial enthalten und sind in Reflexionsaufgaben meist eingebettet und werden dann auch mit den anderen Kursteilnehmern zusammen bearbeitet. Ich werde dazu später noch ein kurzes Beispiel zeigen. Zum Schluss wird dann in den Praxisprojekten, sogenannte Praxiserkundungsprojekte, werden dann neue Ideen und Fragestellungen, die sich aus dem Input, aus dem Fachdidaktischen dann ergeben haben, werden im eigenen Unterricht ausprobiert. Man geht also mit neuen Ideen und Vorstellungen in den Unterricht selbst und probiert selbst aus. Und dies wird dann dokumentiert, kommentiert und auch nochmal im Austausch mit den anderen Kursteilnehmenden ausgewertet. Das ist das didaktische Fortbildungsprinzip, das allen DLL-Kurseinheiten zugrunde liegt und auch diesen Kurs, das in der Sekundarstufe. Sicher ist dann auch noch, falls man sich für diesen Kurs interessiert, wichtig zu wissen, was genau jetzt inhaltlich hier angeboten wird. Das habe ich in diesen vier blauen Kästen kurz dargestellt, die wichtigsten Inhalte in den vier großen Kapiteln im Überblick. Einmal geht es um Mehrsprachigkeit allgemein, es geht um Sprachenvielfalt im schulischen Kontext, es geht um Chancen und Herausforderungen von Mehrsprachigkeit und es geht um auch die Bedeutung der individuellen Sprachbiografien der Schüler und wie man diese auch erheben kann und nutzen kann im Unterricht. Im zweiten Kapitel geht es speziell um die Frage des Fachunterrichts. Sie wird da charakterisiert. Sie wird in ihren Spezifika beschrieben, in ihren Abweichungen von der Alltagssprache. Welche Unterschiede gibt es auch in den Sprachen der verschiedenen Fächer, im Hinblick zum Beispiel auf Textsorten und bestimmten Fachwortschatz. Das nächste Kapitel wird dann methodischer, gibt schon eine ganz konkrete methodische Anleitung. Und zwar heißt das Kapitel Sprachkompetenz durch Scaffolding. Das ist sicherlich ein Begriff, der Ihnen als Englischsprachige bekannt ist und wieder so ein Fachbegriff im Deutschen, der aus dem Englischen entlehnt ist. Im Grunde ist es das Bild des Gerüsts, dass sich der Lehrer zunutze macht oder dass der Lehrer den Schüler zur Verfügung stellt oder ihm baut, damit er bestimmte sprachliche Anforderungen im Unterricht besser bewältigen kann. Wenn er dann soweit ist, der Schüler, dass er diese Herausforderungen bewältigen kann, dann wird das Kurs wieder abgebaut. Also das ist dieses Scaffolding-Bild. Es geht also um eine ganz klare Definition von Lernzielen, von sprachlichen Lernzielen, parallel zu fachlichen Lernzielen und darum eben Sprachförderung durch eine gezielte Unterstützung mit Zwischenschritten und Hilfsmitteln für die Schüler zur Verfügung zu stellen, also ihnen einfach zu helfen, mit den fachsprachlichen Herausforderungen klarzukommen. Dann im nächsten Kapitel wird es aufgesplittert nochmal in die verschiedenen Fächergruppen. Hier gibt es dann nochmal konkretere Anleitungen, wie man zum Beispiel in der Mathematik, in den Naturwissenschaften, in den Gesellschaftswissenschaften mit den ganz spezifischen fachlichen Anforderungen hier sprachlich unterstützen und fördern kann.
Sie sehen also, dass der Kurs sich an einen Fachunterricht, einen Kontext im Fachunterricht wendet. Und ich könnte mir vorstellen, dass er im Ausland vor allem interessant ist für Lehrer und Lehrkräfte an deutschen Schulen, die ja ganz oft Schüler haben, die Deutsch schon können, aber eben auf ganz verschiedenen und eben auch hier vor der Herausforderung stehen, im Fachunterricht Deutsch zu fördern. Jetzt hatte ich Ihnen ja gesagt, dass ich noch ein kurzes Beispiel geben wollte aus dem Online-Kursraum, ein Aufgabenbeispiel, und zwar ein Beispiel mit einem sogenannten Unterrichtsmitschnitt oder einer Unterrichtsdokumentation. Und hier geht es darum, diesen Mitschnitt anzuschauen und die zugehörige Aufgabe zu beantworten. Hier leitet die Aufgabe ganz gezielt durch Fragen an, eine Unterrichtsdokumentation anzusehen und auch hier zu beobachten, wie die sprachliche Förderung mit dem Scaffolding methodisch umgesetzt wird, also ganz genau drauf zu schauen. Es schließen Reflexionsaufgaben, Austauschaufgaben an. Sie sehen auch links in der Leiste, dass wir uns jetzt hier in Kapitel 3 befinden, bei einer bestimmten Aufgabe, und das Ganze ist eingebettet natürlich, es wird hingeführt und es geht dann weiter. Das ist eigentlich von mir jetzt ganz kurz der Kursstart in der Sekundarstufe. Es bleiben noch 3 Kurse, daher möchte ich kurz machen. Und es gibt ja noch die Möglichkeit, nachher Fragen zu stellen, gerne, und ich bin da, um die zu beantworten. Ich übergebe jetzt an meine Kollegin Irina Weiber, die andere 3 Kurse vorstellt. Pardon, danke. Moment mal, ich darf das doch noch ganz kurz zeigen. Ich habe ein Sheet übersehen, das aber auch wirklich selbsterklärend ist. Hier können Sie sich kurz noch durchlesen, wie die Eckdaten zu dem Kurs sind. Das alles finden Sie aber auch unter www.güte.de, ganz Sekundarstufe. Und damit übergebe ich nun jetzt wirklich an die Kollegin. Vielen Dank, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, einen schönen guten Tag. Meine Kollegin Christina Trohlen hat Ihnen einen Kurs aus unserem Angebot vorgestellt und ich möchte Ihnen 3 andere Kurse vorstellen, die thematisch miteinander verbunden sind. Im Fokus der ersten 2 Kurse unterrichten mit digitalen Medien und Interaktion im Unterricht mit digitalen Medien steht der Unterricht mit digitalen Medien, ein spannendes Thema mit beinahe unendlichen Möglichkeiten. Wir gehen davon aus, dass das Klassenzimmer als formeller Lernkontext heutzutage nicht mehr homogen ist. Es gibt neben dem physischen Lernraum auch virtuelle Lernräume, wie zum Beispiel digitale Lernplattformen, Foren, Chats, Blogs, Wikis und vieles mehr. Durch die Einbeziehung dieser Räume öffnet sich der physische Lernraum und es entstehen dadurch auch neue Lernmöglichkeiten. Vielleicht sind Sie auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für Ihren Unterricht und fragen sich dabei, welche Tools sind dafür am besten geeignet? Wo finde ich sie? Nach welchen Kriterien soll ich sie auswählen? Wie kann ich sie optimal in den Unterricht einbeziehen? Wie kann ich sinnvoll Online- und Präsenzphasen verknüpfen? Das sind alles Fragen, die aus unserer Sicht in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen werden. Und gerade mit diesen Fragen beschäftigen sich unsere Kurse Unterrichten mit digitalen Medien und Interaktion im Unterricht mit digitalen Medien. Diese Grafik zeigt, wie unsere Fortbildungen aufgebaut sind. Wir sehen hier Phasen, die den einzelnen Kurseinheiten zugrunde liegen. Unsere Medienkurse sind für Teilnehmer mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen geeignet. Das heißt, welche technischen Voraussetzungen an Ihrer Institution sind oder welche technischen Kompetenzen Sie mitbringen. Dadurch, dass das Konzept relativ offen ist, kann sich jeder Teilnehmer mit den Tools und den Methoden beschäftigen, die zu ihm und zu seinem Unterricht passen. Wir gehen von den Praxiserfahrungen der Teilnehmenden aus.
und versuchen sie in die Arbeit an den Kursinhalten einzubeziehen. In der Phase der Simulation werden konkrete Elemente aus der Fortbildung bzw. aus dem Unterricht durchgespielt und diese Erfahrungen werden aus der Perspektive der Lehrenden reflektiert und im Hinblick auf die praktische Anwendung ausgewertet. Der Input wird in verschiedenen Formen vermittelt und soll das bislang Erfahrene stützen und vertiefen. Dadurch wird die Praxis der Teilnehmenden in Beziehung zu etwas Neuem gesetzt. Und in der Anwendungsphase planen die Teilnehmenden aufgrund dessen, was sie im Kurs erfahren haben, multimediale Unterrichtseinheiten für ihre Zielgruppe, probieren sie nach Möglichkeit aus und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren sind, dass sich in den Kursen richtige Lerngemeinschaften bilden. Es findet ein reger Austausch statt. Die Teilnehmer arbeiten immer wieder in kleineren Gruppen und erreichen zusammen ein Ergebnis und unterstützen sich dabei gegenseitig. Der Austausch reicht über die einzelne Fortbildung hinaus, da wir versuchen, die Teilnehmenden zu ermutigen und zu befähigen, neue Dinge aus dem Kurs im Unterricht zu erproben und darüber im Kurs auch zu berichten. Und selbst die Teilnehmenden, also das sind unsere Erfahrungen, selbst die Teilnehmenden, die zu Beginn etwas skeptisch sind, berichten im Laufe des Kurses von tollen Erfolgserlebnissen. Nun können wir einen Blick in den Kursraum des Kurses Interaktion im Unterricht mit digitalen Medien werfen. Wie alle unsere Online-Kurse findet der Kurs auf der Lernplattform des Goethe-Instituts statt. Hier sehen Sie die Startseite mit verschiedenen Blöcken und Elementen. Die Darstellung passt sich an das Ausgabegerät an. Das heißt, egal auf welchem Gerät Sie an den Kursinhalten arbeiten, werden Sie sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Tablet alle Elemente gut erkennen und können im Kurs gut arbeiten. Die Arbeit ist so organisiert, dass Sie sich sehr schnell an die Arbeit im Kursraum gewöhnen. Das heißt, es gibt verschiedene Hilfsmaterialien, die Ihnen zur Verfügung stehen. Die Tutorinnen helfen Ihnen, sich im Kursraum zurechtzufinden und einen passenden Rhythmus beim Lernen zu finden und stehen Ihnen natürlich im Laufe des Kurses als Ansprechpartner zur Verfügung. Ein wichtiges Prinzip, nachdem die Arbeit im Kursraum organisiert ist, ist das Prinzip der Interaktionsorientierung. Das heißt, die Aufgaben verschiedene Möglichkeiten für die Interaktion mit dem System, in der Gruppe, mit den einzelnen Teilnehmenden und in der Gruppe mit der Tutorin bieten. Alles in allem wird im Kurs eine handlungs- und aufgabenorientierte Lernumgebung geschaffen, die es einerseits ermöglicht, nach eigenem Tempo zu lernen und eigene Schwerpunkte zu setzen und dabei auch konkrete unterrichtspraktische Tipps und Materialien bietet, und andererseits einen Rahmen für einen Austausch schafft, für einen Austausch, von dem alle Teilnehmenden profitieren können. Die Kursinhalte erschließen sich durch die Bearbeitung der Aufgaben. Es gibt verschiedene Aufgabentypen. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine offene, kooperative Aufgabe, die im Tool Wiki gelöst wird. Bei dieser Aufgabe schauen sich die Teilnehmenden ein Video an und arbeiten gemeinsam die Vorteile des Einsatzes von Tablets heraus. Da es hier um eine offene Aufgabe geht, kann jeder seine Lösung formulieren, wovon natürlich jeder Teilnehmer profitieren kann. Wir bieten verschiedene Unterrichtsmitschnitte an. Das sind kurze Videos, die authentische Unterrichtssituationen mit verschiedenen Zielgruppen dokumentieren und einen Einblick in mediengestützten Unterricht ermöglichen. So können Sie eine konkrete Umsetzung sehen und erhalten Anregungen für den eigenen Unterricht. Diese Grafik
stellt das Zusammenspiel zwischen wichtigen didaktisch-methodischen Prinzipien und dem Einsatz von digitalen Medien im Unterricht dar. Wie Sie sicher wissen, sollen digitale didaktisch-methodische Prinzipien im Sinne von Leitlinien den Lehrkräften bei der Unterrichtsplanung und Durchführung helfen. Das heißt, die Umsetzung dieser wichtigen Prinzipien führt dazu, dass die Lernenden zum sprachlichen Handeln befähigt werden. Und in den Kursen zeigen wir, wie digitale Medien, Sie sehen das auf dieser Grafik, Sie ziehen sich praktisch durch, alle Prinzipien durch. Also in den Kursen zeigen wir, wie digitale Medien die Umsetzung der didaktisch-methodischen Prinzipien im Unterricht positiv beeinflussen können, begünstigen können, unterstützen können. Ich würde gerne beispielhaft auf das Prinzip der Interaktionsorientierung eingehen. Das Prinzip steht im Mittelpunkt des Kurses Interaktion im Unterricht mit digitalen Medien. Wir alle wissen, wie wichtig die soziale Umwelt der Lernenden für den Spracherwerb ist. Und indem man mit anderen spricht oder anderen zuhört, kann man lernen. Voraussetzung dafür, dass das Lernen durch die Interaktion stattfindet, ist, dass die Kommunikation echt, bedeutsam ist und in Situationen stattfindet, dass die Beteiligten, in den Situationen, die Beteiligten herausfordern. Allerdings läuft die Interaktion im Klassenraum oft nicht, ganz anders ab als außerhalb des Klassenzimmers. Daher wäre es wichtig, natürliche fremdsprachliche Kommunikationsformen in den Unterricht zu integrieren. Mediengestützte Kommunikationsformen gehören, wie wir alle wissen, zum Lebensalltag von vielen Lernenden. Und das ist das, womit sich die Lernenden wohlfühlen. Daher finden wir es wichtig, diese Kommunikationsformen in den Unterricht zu integrieren. Und so die außerunterrichtliche Kommunikation in der Fremdsprache zu simulieren und idealerweise natürlich ganz natürlich anzuregen. Aus unserer Sicht kann man damit einen hohen Lernerfolg erreichen. Interaktionsfördernde mediengestützte Arbeitsformen sind ein wichtiges Thema im Kurs Interaktion im Unterricht mit digitalen Medien. Hier haben wir aufgeführt, wie der Kurs aufgebaut ist und was die Inhalte von drei Modulen sind. Also links in den roten Pfeilen mit 1, 2 und 3 beschriftet. Im ersten Modul bekommen Sie eine Einführung in das Thema Interaktion. Im Fokus vom zweiten Modul stehen verschiedene Möglichkeiten der kursübergreifenden Interaktion und natürlich Medien, also interaktionsfördernde, mediengestützte Arbeitsformen. Es geht darum, wie mobile Endgeräte die Lernprozesse unterstützen können. Wir stellen Ihnen einige gut geeignete Apps und Unterrichtsideen für Tablets vor. Und im nächsten Teilmodul erkunden Sie die Online-Community Deutsch für dich sowie kooperative Unterrichtsprojekte, die eine echte Kommunikation auf Deutsch ermöglichen unter einem interkulturellen Gesichtspunkt. Adaption des Lernmaterials ist auch ein wichtiges Thema für jeden Lehrer, der einiges an Unterrichtserfahrung gesammelt hat. Im Kurs stellen wir Ihnen Beispiele für die Adaptionen mittels digitaler Medien vor und auf dieser Basis erarbeiten Sie eigene Adaptionen. Auch Spiele können natürlich zur Interaktionsförderung eingesetzt werden. Es werden im Kurs einige spielerische Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, vorgestellt. Und die Teilnehmenden beschäftigen sich mit den Einsatzmöglichkeiten, also wie kann man diese Spiele in den Unterricht integrieren. Das dritte Modul beschäftigt sich mit den Grundlagen der Unterrichtsplanung mit digitalen Medien. Sie entwickeln in Partnerarbeit eine Unterrichtsidee oder eine Projektidee und probieren sie aus. Und die Ergebnisse stellen sie in einer Online-Live-Sitzung vor. Diskutieren Sie und anschließend tragen Sie geeignete interaktionsfördernde Arbeitsformen zusammen. Und so entsteht eine Sammlung, die Sie aus dem Kurs mitnehmen und nach Ihrem Bedarf im Unterricht nutzen können.
Wir sind der Meinung, dass wir beim Thema Medien besonders intensiv mit Beispielen arbeiten müssen. Was wir uns dazu überlegt haben, heißt DIGU. Das ist eine Online-Datenbank mit Unterrichtsentwürfen und Beispielen für die Aufgaben, für Aufgaben mit Einsatz von verschiedenen Tools. Die Beispiele sind nach Niveaustufen und technischem Schwierigkeitsgrad klassifiziert. Und diese Datenbank haben wir speziell für den Kurs angepasst und stellen bei jeder Aufgabe am besten geeignete Beispiele aus der Datenbank vor. Hier sehen Sie schematisch dargestellt ein Beispiel aus der Aufgabentypologie, was wir im Kurs zu den einzelnen Aufgabentypen und Tools bereitgestellt haben. Hier sehen Sie allgemeine Informationen zu den Kursen. Im Vergleich, damit Sie sich besser vorstellen können, wodurch sich die Kurse voneinander unterscheiden. Ich würde aus Zeitgründen nicht auf die Details eingehen. Die Präsentation wird Ihnen zur Verfügung stehen. Sie können nachlesen und können sich bei Fragen natürlich an uns wenden. Nun kommen wir zu unserem vierten Kurs, Online Tutorieren. Leicht gemacht ist unser Untertitel. Und das ist eben unsere Philosophie, wie wir uns dem Thema nähern. Die Entwicklung der letzten Jahre geht in die Richtung, dass viele Kurse durch Online-Phasen ergänzt werden. Es entstehen neue Lernformen und neue Formate, was dazu führt, dass die Lehrenden neue Aufgaben übernehmen müssen. Und diese Aufgaben verlangen von Ihnen neue Kompetenzen und Fähigkeiten. Wir bieten Möglichkeiten, diese Kompetenzen in unseren Kursen zu erwerben. Das Herzstück unserer Angebote und ganz speziell des Kurses Online Tutorieren sind unsere Tutorinnen und Tutoren. Wir würden jetzt gerne Ihnen eine Tutorin aus unserem Team vorstellen. Wir zeigen Ihnen ein Video, das die Kollegin selbst gemacht hat. Dieses Video ist leider etwas leiser und deswegen ist es vielleicht sinnvoll, die Lautstärke an Ihrem PC etwas anzupassen. Ich hoffe, das wird funktionieren. Bitte schön. Hallo, ich bin die Christine Schumann und ich prüfe und unterrichte seit mehreren Jahren am Goethe-Institut in Boston, Massachusetts, hier in den USA. Und ich habe selbst im vergangenen Winter den Online-Kurs Online-Tutorieren belegt und jetzt begleite ich ihn als Co-Tutorin an der Seite einer erfahreneren Kollegin und es klappt soweit auch ganz gut. Am Anfang ist die Hemmschwelle selbst für erfahrene Lehrkräfte relativ groß. Wie kann Lernen vor einem Computer funktionieren? Man kann da überhaupt nicht direkt auf die Teilnehmer reagieren. Man sieht sie nicht, man ist nicht mit ihnen in einem Klassenzimmer und kann mit ihnen interagieren. Und dann diese ganze Technik. Ich bin Lehrerin und keine IT-Lerin. Was mache ich, wenn es technische Probleme gibt? Ich habe keine Ahnung. In diesem Kurs aber gibt es genau dafür das komplette Rüstzeug. Also zum einen das technische Know-how. Wie funktioniert eine Online-Sitzung? Welche Tools stehen mir zur Verfügung, zum Beispiel für das Monitoring? Wie bewerte ich? Welche Arbeits- und Aufgabenformen kann ich einsetzen? Wie kann ich eine Gruppenarbeit organisieren und betreuen? Aber es gibt eben auch praktische Tipps, zum Beispiel zum Zeitmanagement oder zur Lernberatung. Wie kann ich kommunizieren? Welche Methoden gibt es? Wie gehe ich auf die Bedürfnisse ein von meinen Teilnehmern? Und wie kann ich Konflikte lösen, Probleme lösen? Ja. Es geht im Prinzip zu wie in einem tatsächlichen Klassenzimmer, nur sind die Mittel und Wege ein bisschen anders. Ich persönlich denke, dass diese Form des Lernens und Lehrens in Zukunft immer relevanter werden wird. Nicht nur, weil
wir von so viel Technik umgeben sind, die immer besser wird und immer mehr Bereiche unseres Lebens durchzieht, sondern auch, weil sie einfach so wahnsinnig viele neue Möglichkeiten eröffnet. Mit einer Online-Plattform zum Beispiel. Auf einmal wird Menschen Zugang zum Lernen geschaffen, die vorher aus den unterschiedlichsten Gründen nicht an einem Präsenzunterricht in unseren Instituten teilnehmen konnten. Sei es aufgrund von Zeitmangel, dass sie nicht in der Lage waren, zu einem regelmäßigen, fixen Termin zu erscheinen. Sei es, weil sie eventuell eine körperliche Behinderung haben oder aber, weil sie schlichtweg zu weit weg wohnen, um in unsere Institute zu kommen. Es gibt so viele Gründe, warum Leute, die gerne lernen möchten, es an unseren Instituten derzeit nicht tun können. Und genau die können wir erreichen mit Blended Learning Kursen, wo sie nur an ein paar Tagen kommen müssen und den Rest geben, in ihren eigenen Rhythmus online erledigen können. Oder halt eben durch reine Online-Kurse. Ja. Und das persönlich finde ich das Tolle an diesen Kursen. Ja. Okay, das war's von mir. Viele Grüße aus Boston. Dankeschön. So, das war eine ganz konkrete Rückmeldung einer Tutorin zum Kurs Online Tutorieren. Ich finde es eine schöne Erläuterung unserer Überzeugung, dass es wichtig ist, tutorielle Kompetenzen systematisch auszubauen. Hier haben wir allgemeine Informationen zum Kurs zusammengefasst. Aus Zeitgründen kann ich leider nicht auf die Details eingehen, aber wir haben, also die Präsentation wird Ihnen zur Verfügung stehen. Außerdem haben wir alle Informationen auf unserer Webseite. Inhalte, Voraussetzungen, Termine und Preise zu diesem und allen anderen Kursen, die wir heute vorgestellt haben, können Sie auf unserer Webseite www.röthe.de/Fernstudienkurse nachlesen. Da finden Sie auch die Möglichkeit, sich für die Kurse anzumelden. So, das war kurz zu unseren Fortbildungen. Wir hoffen, unsere Angebote haben Sie überzeugt und freuen uns, Sie in unseren Kursen begrüßen zu dürfen.